Hallo und guten Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Peter Barski von Holimed Nürnberg und ich geleite Sie durch diese Kurzeinführung zur Elektroakupunktur nach Dr. Voll, die auch abgekürzt als EAV bezeichnet wird. In der ersten Folge dieser Kurzeinführung haben wir die elementaren Grundlagen zur EAV besprochen. Wir haben uns angesehen, an welchen Punkten wir messen und wie die Messwerte auf der Instrumentenskala angezeigt werden. In dieser Folge wollen wir nun tiefer in die EAV einsteigen und es geht darum, wie wir effizient mit der EAV arbeiten können. Es gibt neben der EAV natürlich auch noch andere Messverfahren. Als Beispiel möchte ich das Verfahren von Dr. Schimmel herausgreifen. Bei diesem Verfahren muss bei jedem Probanden zunächst einmal manuell eine Einstellung erfolgen, typischerweise eben auf die sogenannten 80 Skalenteile. Das heißt, jeder Proband muss zunächst einmal, bevor eine Messung beginnen kann, einjustiert werden und damit unterscheiden sich die darauf folgenden Messungen natürlich von einem Probanden zu einem anderen Probanden und man kann Messungen so nicht direkt vergleichen. Im Gegensatz dazu ist die EAV ein absolutes Messverfahren, das heißt, hier wird nichts eingestellt und jeder Proband wird genau so gemessen, wie eben sein momentaner energetischer Zustand ist. Das hat den positiven Nebeneffekt, dass man alle Messwerte von verschiedenen Probanden zu verschiedenen Zeitpunkten, sei es gestern, sei es vor einem Jahr, sei es morgen, verglichen werden können. Damit dies natürlich auch so funktioniert, müssen alle EAV-Geräte exakt kalibriert sein. Dr. Voll hat seinerzeit vorgegeben, wie die Strom- und Spannungsmesswerte an den Messpunkten in den Skalenwert umgerechnet werden müssen. Daraus resultiert eine sogenannte Messkurve nach Dr. Voll und diese Messkurve muss in allen EAV-Geräten hinterlegt sein, denn sonst würden ja die Anzeigen auf der Skala nicht mit den realen Werten übereinstimmen. Die EAV-Insider kennen folgendes Phänomen. Wenn Sie von einem alten Gerät, das zum Beispiel defekt geworden ist, auf ein neues Gerät umsteigen, dann haben Sie mitunter ein etwas in Anführungsstrichen seltsames Gefühl. Es scheint so, als ob das neue Gerät etwas anderes anzeigen würde, als es das alte tat. Manchmal geht es sogar so weit, dass wenn man auf den verschiedenen Messen mit unterschiedlichen Geräten einmal Testmessung macht, dann kommt man sich beim einen oder anderen Gerät etwas schwammig vor. Man hat so das Gefühl, als ob man den Punkt nur schwer finden könnte. So ging es auch einem Anwender, der drei verschiedene Geräte bei sich stehen hat und er wollte genau den Grund wissen, warum dieses eben so sei und hat die drei Geräte ganz einfach einmal von einem Fernsehtechniker durchmessen lassen. Dr. Voll hat ja seinerzeit die Messwiderstände, die hier in der ersten Spalte angegeben sind, klar definiert und den Messwerten, die am Instrument sichtbar werden, entsprechend festgelegt. Auf diese Weise kann man einfach mit ein paar Messwiderständen überprüfen, ob die Einstellung, die Kalibrierung des Gerätes noch korrekt ist. Und so hat er es getan und hier sehen Sie die Auswertung der drei Geräte. Bei dem mittleren Gerät sehen Sie, dass die Anzeigen exakt mit den Vorgaben von Dr. Voll übereinstimmen. Bei den anderen Geräten gibt es allerdings Abweichungen. Für die Messung besonders ungünstig ist der Fall, wenn ein Gerät, obwohl es 0 anzeigen sollte, bereits einen Messwert an der Skala bringt. Dies führt dann dazu,
dass man sich etwas schwammig fühlt. Man meint, man sei bereits im Areal eines Messpunktes, man ist aber noch auf der Hautoberfläche und führt demzufolge eine vermutete Messung durch. Und wenn man den Messdruck verändert, wie wir es später beim Plateau-Effekt sehen werden, dann ändert sich plötzlich auch die Nadel am Instrument. Man ist also auf der Hautoberfläche anstatt auf dem Messpunkt. Zusammengefasst, wenn man also jetzt hier ein Gerät länger im Betrieb hat zum Beispiel oder man sich überlegt, ein neues Gerät anzuschaffen, so kann man durchaus mit ein paar Messwiderständen von einem Fernsehtechniker hier die Kalibrierung des Gerätes in wenigen Minuten überprüfen. Und wenn die Kalibrierung nicht stimmt, sollte man das Gerät natürlich zur Rekalibrierung einschicken, denn wir wollen ja eine vergleichbare Messung mit unterschiedlichen Geräten und unterschiedlichen Probanden zu unterschiedlichen Zeitpunkten haben. Und wenn die Kalibrierung nicht stimmt, so ist dieses ganz einfach nicht mehr gegeben. Manche Kritiker der EAV führen hin und wieder an, eine Messung sei nicht reproduzierbar und man könne sich den Messwert durch den entsprechenden Druck auf dem Messpunkt beliebig herdrücken. Nun, das stimmt leider so nicht. Bereits in den Anfangszeiten der EAV hat man den sogenannten Plateau-Effekt gefunden. Das heißt, elektrisch gesehen verhält sich ein EAV-Messpunkt anders als die normale Hautoberfläche. Hier in dieser Grafik ist die Haut nun als magentafarbene punktierte Linie gekennzeichnet und in der vertikalen sehen wir den Skalenausschlag und in der horizontalen den Druck, den wir auf den Messpunkt ausüben. Wenn wir also auf normaler Hautoberfläche den Druck moderat verändern, so sehen wir, ändert sich auch der Zeigerausschlag am Instrument nahezu proportional. Veränderungen in der Größenordnung plus minus 10 plus minus 15 Skalenteile sind hier der Normalfall. Der Messpunkt allerdings verhält sich nun anders. Es gibt ein sogenanntes Plateau, das heißt, abhängig von einem individuellen Anfangsdruck, der je nach Hautoberfläche, ob trocken, ob weich, ob verhornt und so weiter, unterschiedlich sein muss. Deswegen kann man auch nicht sinnvoll Federelektroden einsetzen. Komme ich mit wachsendem Druck in einen Bereich, wo die Messung nahezu druckunabhängig wird. Wenn ich allerdings den Druck über die Maßen weiter erhöhe, so steigt der Messwert steil an. Das heißt, das Messplateau wird verlassen. Wenn wir uns hier nun die Druckänderung ansehen, wie wir sie auf der normalen Hautoberfläche durchgeführt haben, dann sehen wir, dass in dem Messplateau sich der Zeigerwert mit sich veränderndem Druck nur etwa so um plus minus 2 bis 3 Skalenteile verändert. Das heißt, der Messwert ist nahezu konstant, nahezu druckunabhängig. In vielen Fällen wird man den Druck durchaus signifikant verändern müssen, damit man hier eine deutliche Veränderung des Messwerts erreichen kann. Es hängt auch ein bisschen von der Elektrodenoberfläche ab, ob man jetzt Parabol- oder Kramelektrode oder Kreuzelektrode und so weiter verwendet. Aber in Summe ist in allen Fällen im Messpunkt der Messwert weitgehend vom Druck unabhängig. Man muss allerdings sehen, dass man bei zarter Haut einen vergleichsweise geringen Druck braucht und auf trockener oder verhornter Haut einen deutlich erhöhten Messdruck braucht. Aus diesem Grunde machen auch die sogenannten Federelektroden nicht so besonders viel Sinn, weil man bei zarter Haut bei dem entsprechenden durch die Feder vorgegebenen Druck längst den Plateaubereich verlassen hat. Und wenn man sich überlegt, dass der vorgeschlagene Federdruck 200 Pond ist, so sagen manche, dass in diesem Fall die Messung schmerzhafter wäre, als ob im Zahn gebohrt werden würde. Und ich kann das durchaus aus eigener Erfahrung nachvollziehen. Wir von Holimed verwenden aus diesem Grund eben auch keine Federelektroden, die, soweit ich weiß, Dr. Volz seinerzeit ebenfalls abgelehnt hat. So viel zur Druckunabhängigkeit der Messwerte. Nun, zur Weiterverarbeitung der Messwerte haben Sie verschiedene Möglichkeiten.
Zum einen können Sie ein entsprechend vorgefertigtes Papierformular verwenden und dort manuell die Messwerte eintragen. Sehr viel komfortabler ist es allerdings, eine PC-Software zu verwenden, die automatisch den Messvorgang überwacht und nachfolgend das Messergebnis in ein PC-Formular einträgt. Hier im Bild sehen Sie den Formularteil der Software zu BioCheck Pro. Hier sehen Sie zum einen als Hilfestellung den jeweiligen Messpunkt, und zwar für die linke und für die rechte Seite. Und dazu passend natürlich das Messformular, in dem automatisch die Werte eingetragen werden. Das Formular ist jeweils unterteilt in die 100 Skalenteile in der vertikalen. Und horizontal sind die Felder für die jeweiligen Messpunkte. Das Rechteck, das Sie hier sehen, kennzeichnet den aktuellen Messpunkt und an dieser Stelle wird der nächste Messwert eingetragen. Wie Sie später noch sehen werden, überwacht die Software die Messung und kennzeichnet das Ende der Messung durch einen entsprechenden Ton, den Sie auch selbst wählen können, und daraufhin springt automatisch die Eingabe zum nächsten Feld weiter. Anzumerken sei an dieser Stelle noch, Sie sehen diesen Marker hier in der linken Hälfte der Spalte des Messpunktes. Das hat seinen Grund, denn in der rechten Spalte des Messwertes werden später dann die Messwerte für den Resonanztest mit eingetragen, sodass Sie immer den Vorher-Nachher-Zustand direkt im Blick haben. Hier in diesem Bild sehen Sie nun eine vollständige Messung. Und zwar ist diese Messung dadurch gekennzeichnet, dass sich alle gemessenen Werte in dem sogenannten Normalbereich der EAV, also zwischen 45 und 60 etwa, aufhalten. Dies ist dadurch gekennzeichnet, dass die Messungen als grüne Punkte dargestellt werden. In vielen Fällen werden Sie aber nicht wie im letzten Bild dargestellt alle Werte von Anfang an im EAV-Normalbereich haben, sondern das Bild kann zum Beispiel so aussehen. Und hier sehen Sie nun, dass zwar einige Punkte sich im Normalbereich aufhalten und entsprechend grün gekennzeichnet sind. Andererseits sehen wir aber auch eine Reihe von sogenannten hohen Werten und eine ganze Reihe von Zeigerabfällen. Diese Zeigerabfälle sind ebenfalls in roter Farbe dargestellt und der größte Zeigerabfall ist hier zusätzlich noch als magentafarbener Pfeil eingezeichnet worden. Das Ziel der EAV ist nun, in den nächsten Schritten alle diese roten Werte in grüne Werte umzuwandeln. Im nächsten Teil will ich Ihnen zeigen, wie einfach die EAV-Messung eigentlich ist. Und es wäre schön, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. In diesem Sinne verbleibe ich, Ihr Peter Barski, und tschüss.